Hier präsentieren sich Schneeglöckchen in Vasen aus Eierschalen. Toilettenpapierrollen in unterschiedlichen Höhen sind mit verschiedenen Materialien ummantelt und dekoriert. Das ist eine schöne Frühlingsdekoration. Für das Motiv braucht ihr folgende Materialien: eine Jutekordel, Toilettenpapierrollen, Tonpapier in Braun und Wollweiß, dann ein Stück Zeitungspapier oder eine Buchseite, Baumscheiben, dann drei Eier, die oben geöffnet sind, dann ein Geschenkband, eine Blumenstanze, ihr könnt auch künstliche Blumen nehmen, dann ein Filzstreifen, auch in Wollweiß, dann eine Schere, ein Alleskleber und einen Heißkleber. Für diese drei Eierhalterungen habe ich Toilettenpapierrollen in unterschiedlichen Höhen geschnitten und bei diesem einmal mit dem Geschenkband ummantelt. Das obere wird ein bisschen nach innen eingeklebt. Dann habe ich eine Jutekordel drum gewickelt und das Ganze auf eine Baumscheibe geklebt. Bei diesem habe ich Filzband um das Papier gewickelt und oben auch eingeschlagen und verklebt. Hier ist eine gestanzte Blüte mit einem geschnittenen Innenkreis aufgesetzt. Das befindet sich auch auf einer Baumscheibe. Beim letzten habe ich Tonpapier um die Toilettenpapierrolle gewickelt, ein Juteband und eine Blüte aufgeklebt mit einem Stück oder einem Kreis aus Zeitungspapier. Hier und bei diesem habe ich jeweils auch, wie man sieht, eine Jutekordel drum zugewickelt. Das steht auch auf einer Baumscheibe. Die Eier werden nur oben aufgepickt und das Eigelb und Eiweiß wird rausgegossen oder geschüttet. Sind hier solche Stempel drauf, könnt ihr die mit einer Feile abfeilen. So, dann kann Wasser in diese Eierschalen gegeben werden, die Blümchen hineingesetzt und dann wird das Ganze einfach auf die entsprechenden Untersetzer gesetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, so abonniert doch meinen Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn ein neues Video von mir erschienen ist. Bis bald, eure Angelika Kipp.